Er ist eines der größten Talente im deutschen Fußball und er hat jahrelang für uns gespielt. Doch dann kam der Wechsel zum Liga-Rivalen und dementsprechend wird er so bei uns im Stadion begrüßt. Servus oder so und willkommen zurück zur Bielefeld-Karriere. Ich bin frisch zurück aus dem Urlaub mit neuer Energie und so starten wir jetzt gemeinsam rein in die neue Saison 2028-29. Wollen diese Saison unbedingt in die Champions League, müssen dafür natürlich den Kader verbessern mit 47 Millionen Euro. Also lasst einen Daumen da und dann erledigen wir direkt den ersten Schritt. Und das ist erstmal die Verlängerung einiger Verträge. Ortega zum Beispiel hat noch ein zusätzliches Jahr bekommen. Seine Rolle ist aber auch schon nur noch wichtig, denn er ist für diese Saison tatsächlich als Backup bzw. Pokaltorhüter eingeplant, weil in die Richtung kamen einfach so extrem viele Vorschläge und dazu hat Ortega in der letzten Saison auch noch Stress gemacht. Was ist denn mit Stefan Ortega jetzt los? Deshalb müssen wir ihm jetzt logischerweise auch die Kapitänsbinde entziehen. Die bekommt der bis hierhin zweite Kapitän. Das ist natürlich Lesage, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, wenn ihr da jemand anderen sehen wollt. Ja, aber wer ist dann eigentlich die Nummer 1? Ganz klar, Robert Spalodis. Der ist 18, hat jetzt schon eine 78 und das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Er ist gerade unglücklich mit seinem Vertrag, deshalb bekommt er jetzt mal direkt einen 9. Schon zeigt der Daumen nach oben. Und klar, er ist aktuell noch schlechter als Ortega, aber das wird sich extrem schnell ändern. Und damit können wir einen Haken hinter die erste von vielen Baustellen setzen. Also, ihr hört es schon raus, es gibt noch so viel mehr zu tun. Und als nächstes würde ich sagen, geben wir ein bisschen Geld aus für einen neuen Mitarbeiter, denn wir haben genau eine offene Position und am besten sind hier die 5 am günstigsten. Davon wiederum ist Cedric Simmons. Wofür wir zukünftig aber kein Geld mehr ausgeben, ist für die Jugendakademie, denn da habt ihr abgestimmt und 55% von euch sagen, die Scouts sollen hier bleiben. Wir können die 46 Millionen also wirklich komplett für neue Spieler ausgeben und da wird auch noch einiges dazukommen, denn jetzt schaut euch mal diese Transferliste hier an. Ein paar der Entscheidungen sollte ich begründen. Im Tor genauso wie auf den anderen Positionen werden die talentierten Spieler ausgeliehen. Verkauft wird aber Adam Lejeune. Der war letzte Saison noch Backup-Keeper, hat deshalb kein Potenzial mehr. Und wir haben ja sowieso Balodes und Ortega. Und wenn wir wirklich noch einen dritten Keeper brauchen sollten, dann können wir ja jederzeit jemanden von der Leihe zurückholen. Rechts hinten werde ich Pelletier mal wieder ausleihen, denn natürlich haben wir da immer noch Klaus in seiner letzten Saison. Aber ich werde auch Henning Matriciani zurück zum Rechtsverteidiger umformen. Denn wenn eines aus den Kommentaren ganz klar hervorging, dann, dass ich einen neuen, richtig guten Innenverteidiger holen soll. Und da ging es so in die Richtung Jorel Hato oder aber Jan-Aurel Bissek. Mal schauen, zurück in die Teamzentrale, wo wir jetzt aber sehen, wenn Henning Matriciani Rechtsverteidiger ist, dann haben wir nur noch Stergio und Belkahia. Hugo Gomez möchte den Verein verlassen, deshalb muss ich eigentlich Mason behalten und den als Backup-Spieler für die Position einrechnen. Auf der 6 ist alles klar, im zentralen Mittelfeld werde ich nach vielen Jahren Schreck verkaufen. Der hat sowieso kaum noch eine Rolle gespielt, ist 29 Jahre alt und wir haben hinter Lesage jetzt Adrien Durand. Im offensiven Mittelfeld Bouchelab, Paul Wanner. Da werden die anderen Spieler ausgeliehen. Sehr ähnlich ist es auf dem linken Flügel. Da könnte Zarinsch mal noch sehr, sehr interessant werden. Der rechte Flügel ist giga krass mit Schade und Juracek. Dazu Talente, die verliehen werden. Und im Sturm, da ist es dann wieder so ein bisschen schwierig. Denn klar, wir haben Leveling, bei dem aber schon einige sagen, ich soll ihn verkaufen. Wollte Madewig gleich zu Lazio wechseln. Henrik Koch ist noch nicht so weit, genauso wie Erich Winter. Und so stehen wir dann im Endeffekt nur mit Jamie Leveling da und brauchen halt neben einem Innenverteidiger eigentlich auch noch unbedingt einen neuen Stürmer. Aber jetzt simuliere ich erstmal weiter. Zumindest 2 Tage bis zum 3.7. Denn dadurch werden direkt mal einige Spieler ausgeliehen. Beziehungsweise haben den Verein verlassen. Ey, die letzte Aufnahme ist schon so lange her. Ich habe komplett vergessen, dass wir Semih Belkahia an Hoffenheim abgeben. Dadurch sind wir direkt noch dünner besetzt in der Innenverteidigung. Und jetzt weiß ich echt nicht mehr, ob ich Hugo Gomez seinen geforderten Wechsel wirklich genehmigen kann. Komm, ich packe euch dazu meine Abstimmung unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr bestimmen, ob wir den ziehen lassen, weil der hat jetzt noch 4 Jahre Vertrag. Also wir können den auch easy noch hier behalten. Meier dagegen darf gehen. Ich glaube aber eh nicht, dass das klappen wird, weil er für seine Gesamtstärke zu viel Gehalt bekommt. Schreck ist glücklich darüber, dass er auf der Transferliste ist. Also habe ich da auch echt kein schlechtes Gewissen. Trainingspläne müssen wir jetzt natürlich anpassen, denn wir befinden uns in der Vorbereitung. Da kann man den Fokus schon mal auf Leistung setzen. Bei Paul Wanner müssen wir halt dann ein bisschen aufpassen, weil der hatte ja immer große Fitnessprobleme und ihr meint, ich soll es bei ihm dann eher so in die Richtung einstellen. Aber das machen wir dann nach
nach der Vorbereitung. Jetzt erstmal braucht er die Bissigkeit. Aber wahrscheinlich hilft das dann sogar, weil ich meine, er hat 72 Ausdauer. Das ist jetzt nicht so schlecht. Nochmal einen Tag später bekommen wir ein Leihangebot für Erich Winter. Das wollen wir ja genauso. Transferangebot für Hugo Gomez. Die werde ich jetzt erstmal wieder alle ablehnen, weil ich die Abstimmung abwarten möchte. Javier Pelletier möchten wir verleihen und nicht verkaufen. Das gleiche gilt für Victor Aubert. Das checken die anderen Vereine scheinbar noch nicht. Hier aber Hoffmann zum FC Bayern. Das geht klar. So weit ist es jetzt mittlerweile also schon. Der FC Bayern leiht Jugendspieler von uns aus, die für uns zu schlecht sind. Also zumindest sind sie noch zu schlecht. Das wird sich ja hoffentlich dann irgendwann ändern. So, und jetzt sind die ersten Transfers abgeschlossen. Mit Neves, Schumacher, Koch, Schuster, Hoffmann und Winter. Das Vorbereitungsturnier habe ich gerade ausgewählt. Matriciani können wir zurück zum Rechtsverteidiger umformen. Und damit jetzt aber mal so richtig rein in die erste Neuverpflichtung. Wir gehen auf einen Innenverteidiger. Und der muss eigentlich schon eine 80 plus Gesamtstärke haben. Und davon haben wir jetzt nicht so viele auf der Wunschliste. Eigentlich tatsächlich nur Sepp Vandenberg. Der ist aber zu wichtig für den Club. Das heißt, ich muss eigentlich Jan-Oriel Bissek kaufen. Der wird aber halt schon so ziemlich unser gesamtes Transferbudget verschlingen. Deshalb mache ich jetzt zu Beginn mal kein so hohes Angebot. 38 Millionen. Girona fordert 53. Ich versuche natürlich noch ein bisschen was rauszuholen. Wir machen 40 Millionen. Girona fordert 43,3. Das sieht doch schon richtig gut aus. Wir gehen nochmal eine Mio hoch auf 41. Und dann bekommen wir den Zuschlag. Okay, ich dachte, es wird deutlich schlimmer. Ich finde, 41 Millionen ist schon ziemlich okay. Er wird wahrscheinlich nicht mehr so extrem viel besser werden. Aber so eine 85 würde ich ihm eigentlich schon noch zutrauen. Schlüsselspieler bei uns, er wird der neue Abwehrchef. Das ist sowieso klar. Vertragsdauer 5 Jahre. Wird also ein langfristiges Projekt mit ihm. Aber ich finde es dann auch super cool, weil ihr den gerade erst vorgeschlagen habt. Und da ist er dann auch schon. Unser neuer Abwehrboss. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob der hier gerade mit dabei ist. Bei der Europameisterschaft müsste gerade sein. Ob er hier für Deutschland spielt. Jan-Oriel Bissek. Den Wettbewerb müssen wir generell gleich mal abchecken. Da ist ja auch zum Beispiel Leveling mit dabei, der ihn hier gerade komischerweise aber begrüßt hat. So ist das halt, den Katzins hier bekommt die Nummer 5. Finde ich auch richtig, richtig cool. Und damit haben wir einen neuen, richtig starken Innenverteidiger. Neben Stergiou. Und das ist Jan-Oriel Bissek. Die Niederlande sind Europameister hier. Da ist aber kein Spieler von uns mit am Start. Wo ist Deutschland? Die sind gegen Frankreich im Viertelfinale im Elfmeterschießen rausgeflogen. Das kann schon mal passieren, würde ich sagen. Mittlerweile sind auch alle Spiele jetzt zurückgekehrt vom Turnier. Das hat man ja gerade schon gesehen. Aber gut, dass wir es dann trotzdem nochmal abgecheckt haben. Als nächstes wechselt jetzt Gustav Vidal weg zu Aston Villa per Laie. Adam Lejeune geht zu Midtjylland. Da haben wir also nochmal Geld bekommen. Als nächstes gibt es Kohle für ihn hier. War jahrelang mit dabei. Sam Schreck. Jetzt ist aber die Zeit gekommen, um sich von ihm zu verabschieden. Zu Jens Schuster sagen wir erstmal bye bye. Und von Victor Aubert. 20 Millionen haben wir jetzt. Von denen ich jetzt aber auf alle Fälle auch noch was ausgeben möchte, um ein paar Verträge aufzubessern. Also sollte da irgendwo noch der Daumen nach unten zeigen, wie bei Masson. Dann gibt es da ein kleines Upgrade für die Spieler. Hat bei Masson jetzt gar nichts gebracht. Bei Pelletier zum Glück schon. Wobei der ja gleich ausgeliehen wird. Bei Kaiser war es auf alle Fälle wichtig. So, und jetzt haben wir 16 Millionen nur noch. Also das wird halt niemals reichen, um sich einen besseren Stürmer als Leveling zu kaufen. Das würde wirklich nur funktionieren, wenn wir Leveling selbst abgeben. Was mir jetzt gerade einfach noch aufgefallen ist, wir können doch Christopher Lannert jetzt easy verkaufen. Schon ewig mit dabei, aber mittlerweile halt auch 30 Jahre alt und rechts hinten haben wir ja Matriciani und Jonathan Klaus. Vielleicht verdient er ja noch ein bisschen Zusatzkohle über das Vorbereitungsturnier. Nicht umsonst habe ich da extra das mit dem niedrigsten Preisgeld ausgewählt, weil dadurch die Gegner schwächer sind. Zumindest etwas schwächer. Es reicht trotzdem nur zu einem 2:2 gegen Villarreal. Damit ist ein Turniersieg noch möglich, aber es wird extrem schwer, weil im Prinzip musst du alles gewinnen und selbst dann bekommt man oft keine Kohle. Gegen Sevilla das nächste Unentschieden. Damit ist es ausgeschlossen. Wir werden durch das Vorbereitungsturnier kein zusätzliches Geld kassieren, wobei es rein rechnerisch noch möglich ist. Die anderen Teams performen jetzt auch nicht so krass, aber gegen Florenz verlieren wir und landen damit auf dem vorletzten Platz. Nur Burnley war schlechter. Der Saisonauftakt ist jetzt noch 3 Wochen weg. Wenn man sich jetzt aber schon die Bissigkeit anschaut, 98, dann können wir, glaube ich, den Trainingsplan ändern, wobei eigentlich ist es auch egal. Wir haben ja sowieso keine Spiele mehr. Ich darf noch nicht vergessen, das dann gleich umzustellen. Villarreal ist scheinbar im Aufeinandertreffen gegeneinander auf Pelletier aufmerksam geworden und deshalb leihen die ihn jetzt für 12 Monate aus. Boah, und beinahe wäre es mir jetzt passiert, dass ich es verpasst hätte, aber andererseits ist die Fitness jetzt sowieso
sowieso bei 99. Ich stelle es natürlich trotzdem um. Die bekommen jetzt alle ausgeglichen. Zumindest die Startelf. Die anderen Spieler können ja immer noch den Fokus auf die Leistung setzen. Also auf die Bissigkeit. Ich finde, das ist ein bisschen komisch formuliert. Ich warte halt jetzt noch auf den Verkauf von Lannert. Oder halt auf den von Alexander Meyer. Die beiden sind neben Hugo Gomez noch auf der Transferliste. Aber es klappt irgendwie nicht so recht. Und damit stehen wir jetzt vor dem Saisonauftakt gegen den HSV mit 18 Millionen Euro. Wir können ja nochmal kurz schauen. So stürmermäßig sind ein paar wieder nicht gescoutet, weil halt irgendwann immer die Scoutings ablaufen. Aber von denen, bei denen wir die Gesamtstärke wissen, finde ich, ist Ori Oskarsson gar nicht so uninteressant. Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich der einzige. Also schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob ich den holen soll. Und damit rein ins Auftaktspiel in der Schüko Arena Bielefeld gegen HSV. Und da sind wir mittlerweile natürlich glasklarer Favorit. Die Trikotauswahl geht so, es wird schon irgendwie laufen. Sind ja doch ziemlich unterschiedliche Blautöne. Das ist natürlich jetzt das Debüt von Balodes bei uns zwischen den Pfosten, aber auch von Jan-Aurel Bissek als Abwehrchef. Uwe Draogo beim HSV ist auch crazy. Der hat ja jahrelang bei uns gespielt. Mal schauen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Und mal schauen, ob man mir die fast zweiwöchige FIFA-Pause anmerkt. Kevin, schade für Paul Wanner. Das muss es eigentlich schon sein. Aber Paul Wanner lässt da so ein bisschen den Zug in den 16er vermissen. Anders als Lesage. Wer sonst mit dem 1:0? Der neue Kapitän von Arminia Bielefeld, den ich hiermit auch endgültig für unverkäuflich erkläre. Denn ihr habt da nochmal extra einen Kommentar geschrieben. Der Junge wird hierbleiben. Er ist ja jetzt auch nicht so gigakrass, zumindest von der Gesamtstärke her. Nur in-game, da ist er eine absolute Maschine. Und das hat man auch gerade wieder gesehen. Uwe Draogo bei uns im 16er, aber Bissek zeigt, warum wir ihn geholt haben. Vidal, wunderbares Dribbling. Genau so will ich dich sehen, Junge. Vielleicht ist das ja jetzt endlich seine Saison. Ist ja schon jahrelang gesetzt bei uns. Aber auf den richtigen Durchbruch warten wir immer noch. Jamie Leveling 3:0 in der 39. Die Mannschaft zeigt direkt, wo wir diese Saison hinwollen. Nämlich in die Champions League Balodes. Den werden wir dafür auch brauchen. Oh nee. Und jetzt gibt's Elfmeter. Ich war mir gar nicht sicher, ob das Foul außerhalb war. Aber war es wohl nicht. Zirkzee gegen Balodes. Das erste Gegentor in dieser Saison, der 58. Da sind wir schon so ein bisschen nachlässig jetzt geworden. Das müssen wir schnellstmöglich abstellen. Und am besten schießen wir jetzt einfach das vierte mit Jamie Leveling. Der landet am Pfosten. Das muss eigentlich ein Tor sein. Jetzt Lesage mit dem Außenriss. Was macht denn Henning Matriciani jetzt da vorne? Matriciani muss es alleine machen. Henning Matriciani mit dem 4:1 für Bielefeld. Das war auch seine letzte Aktion, denn für ihn kam gerade Klaus rein. Und der bringt direkt mal diese Grätsche hier gegen Uwe Draogo. Die haben sich scheinbar schon bei uns nicht so gut verstanden. Natürlich darf das 4:2 in der 92. nicht fehlen. Also so top ist die neue Defensive wohl noch nicht eingespielt. Das geht besser, trotzdem bin ich insgesamt sehr zufrieden. Ordentlich Spektakel für die Fans. Und am Ende steht ein 4:2 Sieg. Und damit würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Aber ganz wichtig, noch nicht direkt abschalten. Denn natürlich müsst ihr mir in die Kommentare reinschreiben, was ich mit den 18 Millionen anstellen soll. Soll ich einfach Oskarsson holen oder soll ich vielleicht noch irgendeinen Spieler verkaufen? Abstimmung zu den selbstgezockten Spielen gibt es natürlich auch. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr den Spielstand selbst weiterspielen wollt, weil ihr sagt, hey, ich kann das alles viel besser oder einfach Bock drauf habt, dann werdet gerne Mitglied ab Stufe 2. Könnt ihr den Save ganz easy bei euch im PC reinladen und dann weiterzocken. Bis zum nächsten Mal in 2 Tagen. Euer Bernie. Denn natürlich geht es jetzt genauso weiter. Jeden zweiten Tag eine Folge. Dazu auch die 2-Kanal-Spielerkarriere. Wer die abchecken möchte, Link in der Videobeschreibung. Und dazu muss ich jetzt mal schauen, was ich mache. Also es werden schon auch wieder Einzelvideos kommen. Aber ich weiß noch nicht genau, wann und wie viele. Hier ist übrigens das letzte Video. Gerne draufklicken.